Das islamische Recht ist kein staatliches Recht, sondern wird je nach Kodifikation in den verschiedenen islamischen Ländern sehr unterschiedlich gelesen und angewandt. Eine Betrachtung der Entstehungsgeschichte ist für das Verständnis der Ausgestaltung und heutigen Funktion unabdingbar. Was bedeutet Scharia? Sinngemäß bedeutet das arabische Wort Scharia Weg zur Tränke, Weg zur Wasserquelle, und wird als Überbegriff aller aus dem Koran abgeleiteten Gesetze in einem islamischen Idealstaat verwendet, oft auch als islamisches Gesetz oder islamisches Recht übersetzt. Die Scharia ist aber nicht einfach eine Gesetzessammlung, sondern vielmehr eine Methode zur Rechtsschöpfung. Sie ist dabei Gegenstand der islamischen Rechtswissenschaften. Die Hauptquelle der Scharia ist der Koran. Die heilige Schrift des Islams besteht aus 114 Suren, welche nicht chronologisch, sondern der Textlänge nach geordnet und in sich wiederum in Verse aufgeteilt sind. Weitere Quelle der Scharia ist die Sunna, also die Sammlungen der Handlungsweisen des Propheten Mohammeds. Die einzelnen Überlieferungen des Propheten werden Hadithen genannt. Wie sieht es mit der Stellung der Frau im Islam aus? Und hier gibt es oft Missverständnisse, die wir heute klären werden. Im Islam wird die Verschiedenheit der Geschlechter betont. Die Muslime glauben, Gott habe für Mann und Frau gemäß ihrer Natur jeweils unterschiedliche Rechten und Pflichten vorgesehen. Die Aufgabe des Mannes besteht darin, für die Familie zu sorgen. Er trägt die Verantwortung für das Wohlergehen seiner Frau, seiner Kinder und für die gesamte Familie. Der Mann führt die Familie. Die Aufgabe der Frau ist es, ihren Mann zu beraten, wenn gemeinsame Entscheidungen zu fällen sind. Sie ist es, die die Kinder empfängt, zur Welt bringt, sie stillt und erzieht. Sie hat die Hauptverantwortung für die Kinder. Laut Koran ist dies ihre wichtigste Aufgabe. Und dann ist es auch, liebe Freunde, ein Missverständnis, wenn wir davon ausgehen, dass die Väter die treibende Kraft sind, wenn junge Mädchen sehr früh verheiratet werden. Es sind die Mütter. Und das machen die Mütter nicht, weil sie ihre Töchter nicht lieben. Das machen sie nicht, weil sie ihre Söhne mehr lieben. Das machen sie, wir haben gerade gehört, dass sie die Hauptverantwortung der Erziehung trägt. Und wir werden gleich auch erfahren, wie eine Frau im Islam zu bestrafen ist. Und dann müssen wir auch davon ausgehen oder müssen wir wissen, dass, wenn sie die Hauptverantwortung trägt, natürlich dann auch dafür verantwortlich gemacht wird, wenn das Mädchen nicht so lebt, wie es der Islam vorschreibt. Und deshalb werden die Mädchen vor der Pubertät noch verheiratet, bevor die Hormone sprießen. Denn das machen die Mütter zu ihrem eigenen Schutz. Sie freuen sich, wenn das Mädchen außer Haus ist, weil sie dann keine Gefahr mehr droht, dass sie eben halt wegen ihren Töchtern bestraft werden. Die Aufgabe, also das habe ich ja genau, die religiösen Pflichten, das Gebet, das Fasten, die Armabgabe und die Pilgerfahrt müssen Mann und Frau gleichermaßen erfüllen. Die Frau hat jedoch einige Erleichterungen bei der Ausübung des Gebets und des Fastens. Während der Monatsblutung und im Wochenbett ist sie vom Fasten und vom Gebet befreit. Das Fasten muss sie dann später nachholen. Während der Regelblutung gilt die Frau quasi als unrein. Laut Koran darf eine muslimische Frau keinen Mann, der einer anderen Religion angehört, heiraten. Hingegen darf im Islam ein Mann bis zu 4 Frauen heiraten. Und im Koran steht, so heiratet, was euch an Frauen gut ansteht, ob 2, ob 3 oder 4. Und wenn ihr fürchtet, nicht billig zu sein, so heiratet eine. Er selbst hat bis zu Lebzeiten bis zu 13 Ehefrauen bei sich gehabt. Seinen Jüngern hat er dann 4 Frauen gegönnt. Und weiter steht es im Koran, und jene Frauen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Habt ihr das verstanden? Ich lese nochmal. Und jene Frauen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, schlagt sie und meidet sie im Ehebett. Das bedeutet nichts anderes, liebe Freunde, als dass der Mann die Frau schon bestrafen darf,
sobald er nur den Verdacht hegt, sie könnte eventuell. Und dann darf er sie schlagen, also er darf Gewalt anwenden und er darf den Sexakt mit ihr vermeiden. Was natürlich nicht zum Schaden des Mannes ist, hat er ja noch drei andere Gespielinnen. Und das ist aber auch das Problem, was wir hier haben und das sehen wir. Und der neueste Fall, der in die Medien kam, dass ein Flüchtling seine Frau aus dem Fenster geworfen hat und noch die Treppen runtergelaufen ist, um ihr unten auf der Straße die Kehle durchzuschneiden. Und weshalb? Weil er vermutet hat, dass seine Frau eventuell einem anderen Mann schöne Augen gemacht haben könnte. Und dementsprechend urteilen auch unsere Richter, weil sie sagen, sie wissen es ja nicht besser. Sie haben ja nichts anderes getan, als das, was ihre Religion ihnen erlaubt. Und das ist ein Wahnsinn und deswegen diesen Wahnsinn müssen wir stoppen, liebe Freunde, zum Schutze unserer Frauen, zum Schutze unserer Kinder, aber auch zum Schutze der muslimischen Frauen. Aktuellen Angaben von UNICEF zufolge sind weltweit mehr als 200 Millionen Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. Tatsächlich dürften es ja doppelt so viele sein, denn bisher gibt es nur für den Subsahara-Raum Ägypten und Irak umfassende Studien. Dabei weiß man heute, dass auch im Nahen Osten und in Südostasien Mädchen und Frauen genital verstümmelt werden. Auch in Deutschland sind Mädchen dem Risiko ausgesetzt, heimlich hierzulande oder im Ausland an ihren Genitalien verstümmelt zu werden. Und warum sprechen wir so etwas Brutales an, liebe Freunde? Warum hören wir uns so etwas Grausames an? Weil wir genau diese Männer bei uns im Land haben. Weil wir genau diese Männer ab Dezember, Januar in Massen hier in unserem Land haben werden. Weil unsere Altpolitiker sagen, dass es keine Obergrenze für sie gibt. Weil Italien kurz vorm Zusammenbrechen ist von genau diesen Männern und weil unsere Politiker sagen, sie haben Recht auf ihre Tradition, auf ihre Kultur und ihre Religion. Und deshalb, liebe Freunde, denkt darüber nach, schützt diese Frauen, schützt unsere Frauen. Denn wer sagt denn oder wer kann garantieren, dass nicht eure Tochter, eure Cousine, eure Schwester die nächste ist, die sich eventuell in genau so einen verliebt, ob in einen muslimischen Mann, die dann zum Islam konvertiert und dann auch hier nach der Scharia die Richter eben halt danach urteilen oder bei den Schwarzafrikanern, wie ich es gerade vorgelesen habe, dass hier das Mädchen zwangsbeschnitten wird aufgrund dieser Tradition und es noch nicht mal strafbar ist. Und deshalb, liebe Freunde, lasst uns diesen Wahnsinn ein Ende beenden. Das ist Wahnsinn, was hier los ist. Es geht hier um unsere Frauen, um unsere Kinder. Und wenn die Politik nicht in der Lage ist, diese zu schützen, dann müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Und wenn wir bei der Islamisierung Deutschlands sind, die ja nicht stattfindet, möchte ich euch gerne einen Bericht von einer Stiftung vorlesen, die folgendermaßen gewisse Anträge hier in Deutschland stellt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat jetzt eine Studie über die rechtliche Anerkennung des Islams herausgegeben. Darin wird beschrieben, welche Schritte Deutschland machen muss auf dem Weg zur Gleichstellung des Islams. Nach Schätzungen leben etwa 4 Millionen Muslime in Deutschland. Eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung kritisiert nun, dass die größte religiöse Minderheit bei uns benachteiligt wird. Es sei unbestreitbar, dass islamische Gemeinschaften im Moment eben nicht gleichberechtigt sind zu etwa christlichen oder jüdischen. Schreibt Herausgeber Dietmar Molthagen in dem Gutachten, das den Titel trägt, rechtliche Anerkennung des Islams in Deutschland. Aus der Studie lassen sich folgende Punkte ableiten. Demnach soll Deutschland islamischen Religionsunterricht fördern,
muslimische Feiertage gestatten, staatliche Fördergelder bereitstellen, Bestattung nach islamischem Ritus gegebenenfalls auf islamischen Friedhöfen gestatten, Kopftuchverbot für Lehrerinnen, wie sie in mehreren Bundesländern herrschen, überdenken. In einigen europäischen Ländern sei der Islam bereits rechtlich anerkannt, konstatiert die Friedrich-Ebert-Stiftung. Einige Bundesländer haben schon erste Schritte unternommen, um eine Gleichstellung mit etablierten Religionsgemeinschaften anzubahnen. Die Autoren der Studie sprechen in diesem Zusammenhang von pragmatischen Übergangslösungen, Modellversuchen um neue rechtliche Regelungen. Solche bestehenden Initiativen sollen vertieft und auf andere Bundesländer und Kommunen ausgeweitet werden. Sie schlagen Folgendes vor. Islamischer Religionsunterricht. So haben manche Bundesländer islamischen Religionsunterricht als Regelfach eingeführt. Zum Beispiel Berlin und in Grundschulen auch in Hessen. In anderen Bundesländern gäbe es ähnliche Ansätze. Muslimische Feiertage. Eine weitere Initiative ist der Feiertagsschutz. In den Bundesländern wie Berlin, Hamburg und Bremen sind islamische Feiertage schon per Gesetz gestattet. Das bedeutet, dass Muslime beispielsweise zum Ramadanfest Anspruch haben, Urlaub von der Arbeit oder der Schule gewährt zu bekommen. Von einigen islamischen Verbänden werden auch einige zusätzliche Regelungen gewünscht, um am Freitagsgebet zusätzlich teilnehmen zu können. Ebenfalls besteht der Wunsch nach repräsentativen und als solche erkennbaren Moscheebauten. Ja, liebe Freunde, müssen wir uns dann noch darüber unterhalten, dass der Islam nicht angekommen ist, dass er hier keinen Fuß gefasst hat, dass er unterdrückt wird, dass er benachteiligt wird. Nein, es wird Zeit, dass wir unsere Kultur, unsere Werte wieder hervorheben, dass wir unsere Kreuze wieder überall aufhängen, dass wieder Schweinefleisch auf dem Speiseplan steht und nicht Halalfleisch, liebe Freunde. Das muss das Ziel sein. Und natürlich, da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es solche Institute gibt. Haben wir doch Angela Merkel, die erstmal sowieso nicht zu dem deutschen Volke steht. Und haben wir eine Integrationsbeauftragte mit türkischen Wurzeln hier geboren und sich als Deutsche sieht. Und da frage ich mich manchmal, bei wem ist die Integration gescheitert? Bei ihr oder bei mir? Und ich sage euch auch warum. Weil diese Frau, wer das noch nicht mitbekommen hat, sagt Folgendes. Die Integrationsbeauftragte der Bundesrepublik, der Bundesregierung Aydan Özgöz von der SPD hat die Existenz einer spezifisch deutschen Kultur bestritten. Eine spezifisch deutsche Kultur sei jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar, so Özgöz. Historisch haben eher regionale Kulturen, Einwanderung und Vielfalt unsere Geschichte geprägt. Globalisierung und Pluralisierung von Lebenswelten führen zu einer weiteren Vervielfältigung von Vielfalt. Eine spezifisch deutsche Kultur ist daher jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Schon die Debatte über eine Leitkultur nach ihrer Ansicht ein ideologischer Kampfbegriff hält Özgöz aber für obsolet. Sobald diese Leitkultur aber inhaltlich gefüllt wird, gleitet die Debatte ins Lächerliche und Absurde und die Vorschläge verkommen zum Klischee des Deutschseins. Kulturelle Regeln sind laut der Integrationsbeauftragten einem steten Wandel unterworfen und müssen permanent ausgehandelt werden. Auch wenn es manchen zu kompliziert sei, Deutschland
Seit Deutschland vielfältig, so Özgus, diese kulturellen Vielfalt ist auch anstrengend, aber sie macht die Stärke unserer Nation als eine offene Gesellschaft aus. Die Beschwörung einer Leitkultur schafft dagegen nicht Gemeinsamkeit, sondern grenzt aus. Burgas findet sie anscheinend auch nicht so schlimm. Das beinhaltet jedenfalls ihr Satz: Innerhalb dieses Rahmens haben wir die Grundfreiheiten, nach der eigenen Fasson glücklich zu werden. Da darf es keine Rolle spielen, wer was glaubt, liest, hört oder anzieht. Man könne den Einwanderern auch keine Anpassung an eine vermeintlich tradierte Mehrheitskultur per se verordnen, warnte die SPD-Politikerin. Eine Begründung für diese Behauptung liefert sie allerdings nicht. Man dürfte den Migranten auch nicht unterstellen, sie benötigen Nachhilfeunterricht, weil sie außerhalb des hiesigen Wertesystems stünden. Auch hier fehlt letztlich die Begründung, warum man Einwanderern nicht beibringen soll, was in Deutschland üblich und vorgeschrieben ist. Unsere Integrationsbeauftragte Aydan Özgus von der SPD, liebe Freunde, ihre beiden Brüder sind Islamisten, von denen sie sich angeblich distanziert. Aber wenn wir dann solche Sachen von ihr hören, dass sie eben halt den Deutschen ihre Kultur, ihre, und wir sprechen hier nicht, und Deutschland hat, liebe Freunde, nicht nur 12 Jahre, über die wir sprechen. Wir sprechen hier von 1200 Jahren Geschichte, von dem Land der Dichter und Denker. Und dann verstehe ich auch diese Menschen nicht, die sich freiwillig, denn niemand hat diese ja hierher gezwungen oder in Ketten gefesselt und hierher transportiert. Nein, sie haben den Weg freiwillig nach Deutschland gefunden. Warum? Weil Deutschland schön ist, weil man hier frei leben kann, weil es hier Rechte gibt, weil es Demokratie gibt, weil hier selbst Tiere beschützt werden. Deshalb haben sich diese Menschen hier auf den Weg gemacht. Und wer das nicht mehr, noch rede ich, und wer hier diese Werte unterdrücken möchte, diese Demokratie unterdrücken möchte, weshalb sie eigentlich dieses Land aufgesucht haben, wer sich hier nicht anpassen will, wer auf die doppelte Staatsbürgerschaft besteht und einem Diktator folgt, wer in seinem Land die Diktatur wählt und hier die Freiheit genießt, dem steht es sehr frei, dieses wundervolle Land zu verlassen. Wer den Weg nicht findet, den führen wir selber hinaus, liebe Freunde. Und viele fragen mich, wie kann es sein, dass es in Deutschland so viele Politiker gibt, die nichts gegen Kinderehen tun, die nichts gegen sexuellen Missbrauch von Kindern tun. Und da muss ich leider sagen, naja, haben diese doch Pädophile in den eigenen Reihen. Da fangen wir bei Edati an und hören bei Trittin auf, liebe Freunde. Edati, der auf seinem Bundestagslaptop pornografisches Material, also kinderpornografisches Material heruntergeladen hatte, er aber nicht verurteilt werden konnte, weil der Laptop dann auf einmal verschwunden war und er dann nur eine Strafe von 5.000 Euro zahlen musste und die SPD ihn auch nicht rausgeworfen hat, diesen Pädophilen. Nein, man hat ihm geraten, seine Mitgliedschaft für 5 Jahre ruhen zu lassen. Das ist die SPD. Und heute noch in den Nachrichten gehört, Ex-Landtagsabgeordneter Förster, sexueller Missbrauch an mehreren Frauen, die er betäubt hat und er dann vor Gericht beteuert hat, er würde nicht auf Kinder stehen und der Richter dann gefragt hat, warum haben wir dann auf ihrem Laptop 1300 kinderpornografische Videos gefunden? SPD, meine Damen und Herren, das sind die Politiker, das sind die Pädophile, die gehören sofort von diesen Ämtern entfernt. Und ja, liebe Freunde, wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zu Pflicht. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht ist ein Deutscher. Bertolt Brecht hat gesagt, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Und dafür stehen wir von der AfD. Wir
widerstehen diesem System. Wir leisten Gegenwind gegen dieses abartige System der Altparteien, liebe Freunde. Bevor wir uns den Clip aus den Krisen- und Kriegsgebieten anschauen, den ich selbst irgendwie zusammengeschnitten habe, und dieser Clip wird euch treffen und auch der danach, möchte ich vorher noch sagen, wie man sich fühlt, wenn man in diesen Kriegsgebieten unterwegs ist, wenn man sich mit Kindern und Frauen unterhält und die einem dann erzählen, dass sie mehrfach brutal vergewaltigt wurden, verkauft wurden wie Tiere, schlimmer behandelt wurden wie Tiere, ihre Männer vor ihren Augen abgeschlachtet wurden. Und dann kommt man nach Deutschland und hat noch die ganzen Bilder dieser Kinder vor Augen. Und dann sehe ich hier Bilder von Flüchtlingskindern mit Schuhgröße 43, Hassan 16 mit grauem Haar, Mohammed 17 mit Vollbart, die dann hier uns im Monat 5.000 bis 7.000 Euro kosten, liebe Freunde, von Region zu Region unterschiedlich, Minimum 5.000 bis 7.000 Euro. Und ja, es ist tatsächlich so, hat eine Ärztin mir noch vor kurzem gesagt, dass sie einen mindestens 30-jährigen Mann vor sich sitzen hat, also vom Körperbau, von der Statur her, die Ärzte können das einschätzen. Und er seine Personalien vorgelegen hat mit einer Altersangabe von 16 Jahren, liebe Freunde. Und das ist die Realität und so funktioniert das hier in Deutschland. Da können 40-jährige, 30-jährige Männer hier hinkommen und geben sich als 16-Jährige aus. Und wir Idioten sagen, ja, das wird schon stimmen. Und die kosten uns im Monat fast 10.000 Euro. Und jedes Jahr zu Weihnachten gehe ich raus und suche nach Obdachlosen. Nach Menschen, die von der Gesellschaft komplett vergessen wurden. Um ihnen zumindest zu Weihnachten, den Tag der Familie, das Gefühl zu geben, dass sie nicht vergessen wurden. Und wenn wir dann wissen, dass es hier Menschen gibt, Deutsche, die im Winter in Deutschland erfrieren, liebe Freunde. Und wenn wir dann wissen, dass es hier deutsche Kinder gibt, die mit leeren Mägen zur Schule gehen, mit kaputten Schuhen zur Schule gehen. Und wenn wir wissen, dass unsere Kinder kaum mehr Sportunterricht wahrnehmen können, weil die Sporthallen marode sind, weil die Kommunen keine Gelder haben, diese zu renovieren. Und wenn wir wissen, dass viele Schulen geschlossen werden, weil dort Schimmel herrscht, weil die Gemeinden kein Geld haben, diese Schulen zu renovieren. Und wenn wir dann wissen, dass wir hier erwachsene Männer haben, Muslime, die so tun, als wären sie vor dem Islamischen Staat, vor dem Krieg in Syrien geflohen, 10.000 Euro im Monat mindestens kosten, dann sollten wir uns doch endlich fragen, was stimmt nicht mit dieser Gesellschaft? Nicht mal die Politik. Was stimmt nicht mit dieser Gesellschaft? Wie kann es sein, dass der Deutsche nicht aufsteht, wenn er doch all diese Informationen hat? Wie lange will er denn noch wegschauen? Wurde doch in Düsseldorf einer 62-Jährigen der Kopf im Namen dieser friedlichen Religion enthauptet? Wurde doch oder sollte in Dortmund ein Transsexueller im Namen dieser friedlichen Religion gesteinigt werden, liebe Freunde? Und haben wir Informationen von Lehrern, die sie uns heimlich zukommen lassen, weil sie damit nicht an die Öffentlichkeit gehen dürfen, was an den Schulen los sind, wo sich christliche, jesidische und jüdische Kinder kaum trauen zu sagen, dass sie diesen Glauben haben, weil sie Angst vor den muslimischen Jungs haben, weil sie bespuckt, geschlagen, verprügelt werden. Wieso huschen wir von einer Minderheit? Was stimmt nicht mit den Deutschen? Es wird endlich Zeit, dass der Deutsche aufsteht, liebe Freunde. Und natürlich müssen wir sofort den Familiennachzug stoppen. Denn wie absurd ist das denn, wenn wir Menschen hier reinlassen, die keine Papiere haben, diese nicht abschieben können, weil wir gar nicht wissen, wo sie hingehören. Und holen da jetzt aber Menschen von irgendwo her, die dann sagen, wir sind Familienangehörigen von denen. Wer kontrolliert das und wie wird das kontrolliert? Gar nicht. Und ich sage euch auch, warum.
Bei meiner letzten Reise, letztes Jahr im November in den Irak, wo ich mich auf dem Weg nach christlichen Waisenkindern aufgemacht habe, um diese einmal zu Weihnachten zu beschenken, hat mir ein Unternehmer, also ein Taxifahrer, der auch der Unternehmer war, wir hatten 2,5 Stunden Zeit bis zum Flughafen, das System erklärt. Und es läuft folgendermaßen ab. Der Unternehmer hat mich gefragt, wo es denn hingeht. Da habe ich gesagt, nach Deutschland, das ist meine Heimat. Und da hat er gesagt, ach wie schön, das ist auch bald meine Heimat. Und da habe ich gesagt, ach wie schön, wie kommt es denn? Da hat er tatsächlich 2 seiner Söhne und mit einem Grinsen dazu gesagt, 2 minderjährige Söhne natürlich, denn sie wissen, was sie tun. 2 minderjährige Söhne, wahrscheinlich auch mit Schuhgröße 43 und Vollbart, nach Deutschland geschickt, damit sie hier einen Antrag auf Asyl stellen. Er hat selbst in der Türkei sich als Flüchtling gemeldet, hat eine Adresse angemeldet, ist Unternehmer im Irak. Ja? Und dann geht er zu den Behörden und fragt danach, ist da eine Anfrage aus Deutschland, meine Söhne heißen so und so. Und dann guckt der Beamte ins System und sagt, ah ja, da ist eine Anfrage gekommen. Wir benötigen noch folgende Unterlagen von dir und deinen 28 anderen Kindern. Die reicht er dann ein und dann wartet er auf den Abschluss. Das bedeutet, wenn er alle Unterlagen eingereicht hat, bereitet Deutschland die Unterlagen vor, damit diese Familie komplett mit dem Flieger per Express nach Deutschland gebracht wird. Und so läuft das tagtäglich, liebe Freunde. Und deswegen hört nicht darauf, was uns hier die Politiker sagen. Es ist reine Verarsche. Hier wird der deutsche Bürger belogen und betrogen. Hier kommen keine Menschen hin, die vor dem Krieg geflohen sind. Und dann soll mir doch bitte mal ein Mann, ein sogenannter Flüchtling, die dann ja, wenn sobald sie eine Kamera sehen, ja, holen sie ihr Handy raus und zeigen dann ganz erschreckt und weinend und mit zitternder Stimme, zeigen sie dann Bilder von Frau und Kind, die der Deutsche doch dann da aus Syrien und Irak retten soll. Und dann sollten wir uns auch eigentlich fragen oder diesen Mann dann fragen, sag mal, wie ist denn das passiert? Was hast du denn deiner Frau gesagt? Hast du gesagt, Aische, bleib genau hier stehen? Und wenn du nicht von Bomben zerfetzt wurdest und nicht vom Islamischen Staat vergewaltigt und von den Schleppern auf Sexsklavenmärkten weiterverkauft wurdest, dann werde ich dir von Deutschland aus einen Antrag stellen und dich dann nach Deutschland holen. Ist das so gewesen? Liebe Freunde, damit möchte ich das nicht ins Lächerliche ziehen, sondern es ist lächerlich, was man hier uns versucht zu verkaufen. Wie bescheuert sind wir denn, dass wir all diesem Blödsinn glauben? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir dürfen dieser Politik keinen Glauben schenken. Wir sind die einzige Partei, die darüber berichtet. Und deshalb, weil ich da offen drüber rede, weil ich weiß, wovon ich spreche, weil ich Bild- und Videomaterial bringe, weil ich Zeugenaussagen habe, werden Personen wie ich natürlich nicht zu den Talkshows gerufen. Stellt doch mal einen Antrag und sagt mal ZDF und ARD und Co., wir möchten gern, dass Leyla Bilge von der AfD auch an einer Podiumsdiskussion teilnimmt. Mit der Frau Roth, mit Herrn Maas, mit der Integrationsbeauftragten. Nie im Leben. Nie im Leben würden sie mir eine Plattform geben. Weil wenn der deutsche Bürger und viele wissen tatsächlich nicht, was da draußen los ist, wenn ich so ein Millionenpublikum bekäme, dann glaubt mir Leute, dann laufen wir mit 51% in den Bundestag und nicht mit 20%. So, hier seht ihr Bilder aus Syrien, alles mit meinem Handy geschossen. Hier seht ihr mich zwischen den Trümmern. Überall Kinder, voll verwaiste Kinder ohne Schuhe. Auch die Älteren leiden natürlich unter dieser Situation. Wir sind hier im Camp in Kurdistan und wie ihr seht, haben wir hier sehr, sehr viele behinderte Kinder mit Down-Syndrom,
welche die ganz andere Krankheiten noch haben. Hier wird ganz dringend medizinische Versorgung benötigt, ganz dringend Psychologen. Die Familien kriegen hier kein Essen, hier kommt kein Essen an. Die LKWs, die angeblich aus Deutschland losgeschickt werden mit Kleidung, kommen hier nicht an. Wir sprechen hier mit den Leuten. Wir lassen gleich auch die Eltern hier sprechen. Und als Beweis, wir haben hier noch mehr Kinder. Hier haben wir noch ein kleines, hier auch ein drittes. Es sind ganz, ganz viele behinderte Menschen hier im Camp, die keine Versorgung haben. Keiner kümmert sich um diese Menschen. Hier muss ganz, ganz dringend Hilfe aus Europa, aus Deutschland kommen. Hier werden so viele Spendengelder gesammelt, es kommt hier aber nicht an. Wir sehen hier nichts, wir sind hier vor Ort und wir flehen und bitten euch an, dass ihr endlich diesen Menschen hier helft. Da war ich in Syrien, Jahre 2015, eine der gefährlichsten Städte der Welt zu der Zeit. Da habe ich eine Schule mit den Spendengeldern für Vollwaisen gebaut. Dieser Junge wurde gezielt ins Knie geschossen und zwar auf einer Demonstration in der Türkei. Und gleich werdet ihr auch einen Clip sehen, wo ich selber vor dem türkischen Militär wegrenne, weil sie einfach scharf schießen und denen ist es egal, wer da gerade vor ihnen steht. Und mit den Spendengeldern kaufe ich natürlich Rollstühle für die Schwerverletzten und die behinderten Menschen dort im Camp. Hygiene ist natürlich Mangelware. Das ist eine Situation in der Türkei. Da demonstrieren die Leute dafür, dass die Grenze zu Syrien endlich geöffnet wird. Da bin ich im Irak, türkische Katastrophenschutz AFAD, überall vertreten, kassiert Milliarden von den Europäern, von uns. Im Rohbau gibt es so viele verletzte, kranke Kinder, denen unbedingt geholfen werden muss. Dieses Mädchen, das ist, der Arm ist total verdreht, irgendwie der Knochen, ich kenne mich damit nicht aus. Hier muss mit Sicherheit operiert werden. Vielleicht finden wir ihn hier noch im Camp und wie ihr seht, haben wir hier ein leeres Zelt entdeckt und zufälligerweise mit einem Heizofen, einem Heizstrahler. Die Menschen sind hier am Erfrieren, haben noch nicht mal Decken und wir haben ein riesengroßes Zelt mit einem Heizstrahler. Dieser Heizstrahler wird für die Luft hier aufgewärmt. Nicht für unsere Menschen, die draußen am Erfrieren sind, sondern für die Luft. Und werden jetzt gleich mal fragen, wer hier überhaupt rein soll und warum hier ein Heizstrahler steht ohne Flüchtlinge. Ja, wie gesagt, seit 2011 aktiv gegen sexuellen Missbrauch von Kindern hier in Deutschland. Da habe ich eine Mahnwache einberufen. Da wurde ein Junge in Nordrhein-Westfalen sexuell missbraucht und ermordet. Es ging um den kleinen Mirko. Den Täter hat man Gott sei Dank finden oder ausfindig machen können und dann kam er vor Gericht. Und in Deutschland ist es leider Gottes so, dass hier immer unterschieden wird. Fall 1 und Fall 2. Fall 1 hat zum ersten Mal ein Kind vergewaltigt und ermordet und Fall 2 hat das schon 2-3 Mal gemacht. Und Fall 1 wird dann etwas milder bestraft statt Fall 2. Der wird dann härter bestraft und da müssen wir uns fragen, wie kann es überhaupt sein, dass es zum Fall 2 kommt. Das darf einfach nicht so weit kommen, wissen wir doch. Und das sagen die ja selber, wenn sie ihre Medizin vergessen, können sie keine Garantie dafür geben, dass sie wieder auf Kinder losgehen. Und deshalb plädiere ich hier immer, und da gibt es für mich auch keine Abweichmöglichkeiten, für Sexualstraftäter gibt es für mich nur lebenslang plus Sicherheitsverwahrung. In dem nächsten Clip, in dem letzten, und dann bin ich auch fast schon fertig, werdet ihr Bilder aus dem Irak sehen von christlichen Waisenkindern. Und ich habe auch mit dem Pfarrer vor Ort gesprochen, der den Tränen nahe war, weil er das einfach unglaublich fand, dass sich eine Frau aus Deutschland auf den Weg in den Irak gemacht hat, um nach christlichen Waisenkindern zu suchen, um diese vor Weihnachten zu beschenken. Und wenn wir dann auch die jesidischen Kinder und Frauen sehen und ihr werdet auch gleich ein Bild von einem
also von einem Kind, aber es gibt Tausende, die dieser Sexsklaverei nicht entkommen konnten, werdet ihr gleich sehen. Diese Menschen warten darauf, dass sie therapiert werden. Sie warten darauf, dass endlich Hilfe kommt. Es kommt keiner auf die Idee, dass man da unten Zentren aufbaut, dass man dort diese Frauen und Kinder therapiert. Stattdessen therapieren wir hier die sogenannten traumatisierten muslimischen Flüchtlingsmänner. Und diese Therapie, liebe Freunde, wird auch Sextherapie genannt. Jawohl, bei YouTube gibt es Videomaterial, wo gezeigt wird, wie muslimische traumatisierte Männer Therapiestunden in Sexualkunde bekommen. Von hochdotierten Sexualtherapeuten auf unsere Kosten. Und da wird den muslimischen Männern beigebracht, wie kontaktiere ich eine deutsche Frau, wie habe ich Sexualverkehr mit einer deutschen Frau. Es sind keine Traumatherapien, es sind Sextherapien, die wir bezahlen. Und dann sollten wir, und ihr werdet gleich die Bilder sehen, von tatsächlichen Opfern uns überlegen, was hier in Deutschland schief läuft. So, hier bin ich im christlichen Waisenhaus, im Kloster in Autonomieregion Kurdistans. Hier in diesem Kloster leben 16 bis 20 Vollwaisen. Dieser kleine Junge, bei dem war das noch ganz frisch, als seine Mutter ihn verlassen hat, denn in diesem männlichen Kloster kommen keine Frauen hin und deshalb hat er gedacht, dass seine Mutter ihn jetzt wieder abholt, als er mich vom Weiten gesehen hat und rannte mit aufgespreizten Armen auf mich zu und schrie Mama, Mama, Mama. Und er hat natürlich auch von den Süßigkeiten und den Spielsachen profitiert, die er selber dann beim Fotoshooting nicht mehr weglegen wollte, weil er dann zum ersten Mal Süßigkeiten bekommen hat. So schlafen die Kinder hier in dem Kloster. Das ist die anliegende Kirche. Und natürlich war ich auch bei den jesidischen Kindern und ihr seht, ich habe Goldtaler in der Hand, die es hier immer zu Weihnachten gibt. Und ich habe noch keine Kinder gesehen, die so behutsam mit diesen Goldtalern umgegangen sind, wie diese Flüchtlingskinder hier in den Bergen. Denn sie haben natürlich auch die Schokolade geliebt, wie jedes andere Kind, aber sie waren so fasziniert von diesem goldenen Papier, dass sie Angst hatten, die Schokolade da herauszuholen, weil sie Angst hatten, dass sie dieses Papier eben halt beschädigen könnten. Und ohne Pustefix und Seifenblasen geht's für mich nicht in diese Länder. Das ist für die Erwachsenen und für die Kinder ein Highlight. Da hat jeder Spaß dran. Und wir wissen, wenn es den Kindern gut geht, dann geht's auch den Eltern gut. Hier wieder türkischer Katastrophenschutz, AFAD, überall vertreten. Dafür zahlen wir. Die Tochter Erdogans ist diejenige, die das leitet. Das bleibt alles im Familienbetrieb. Und hier haben wir Situation in den Flüchtlingscamps. Das sind die Spielsachen der Flüchtlingskinder. Sie spielen mit Müll, denn wir haben wahrscheinlich Erdogan zu wenige Milliarden gezahlt. Hier hat es nicht mehr für Mülltonnen ausgereicht. Hier liegt überall der Müll rum und die Kinder zünden ihn selber an. Am ehesten Plastik, weil das kokelt so schön und ist natürlich hochgradig gefährlich zum Einatmen. Aber da kommen auch keine NGOs, also Hilfsorganisationen, auf die Idee in diesen Flüchtlingscamp. Und sie haben ja Erfahrung mit Flüchtlingen. Sie wissen, dass diese Menschen 4 bis 8 Jahre mindestens in diesen Camps leben. Und da werden keine Spielplätze gebaut. Da kommt keiner auf die Idee. Und das ist für die Verhältnisse dort im Irak oder auch in Syrien, ist das wirklich nicht viel Geld, da eine Rutsche, eine Schaukel hinzubauen. Und ein Highlight für mich selber war es, weil ich wirklich bis zu dem Datum 2 Jahre lang versucht habe, ins Sinjar-Gebirge zu kommen, also da, wo der IS im Jahre 2014 ausgebrochen ist, in Shingal, wo tausende Männer an einem Tag abgeschlachtet, kann man sagen, wurden vor den Augen ihrer Kinder und den Müttern. Diese Kinder konnten den Genozid entkommen, leben immer noch oben in den Bergen. Und viele andere Kinder, denen Genozid auch entkommen sind, sind aber der Hitze nicht entkommen. Denn wir haben im August dort 50 Grad plus. Ja, das ist eines von tausenden Schicksalen. Dieser kleine Junge hatte Glück im Unglück, denn Kinder in dem Alter, die ihren Müttern entrissen werden, werden zur Adoption freigegeben, also verkauft an muslimische Familien. Und dieser Junge
Man sieht an seinem Gesicht, er ist Mongolid, war halt nicht zum Verkauf oder keine muslimische Familie wollte ihn aufnehmen, geschweige denn dafür Geld bezahlen. Und deshalb hat er eigentlich Glück gehabt, dass er nicht ermordet wurde und bei seiner Mutter bleiben durfte. Die anderen Kinder, die etwas älter sind, werden dann direkt zu muslimischen Soldaten ausgebildet. Und dieser Junge wurde dennoch dreimal mit seiner Mutter auf dem IS-Sklavenmarkt in Syrien verkauft. Es gibt auch ein Interview mit der Mutter, das ich auch öffentlich gestellt hatte, denn sie ist eine von den Frauen, die tatsächlich Gesicht gezeigt haben. Sie hat nämlich gesagt, ich werde mein Gesicht nicht verbergen, die Menschen sollen wissen, was hier mit mir passiert ist. Es weiß ja sowieso jeder, wenn jemand weiß, dass ich eben halt aus der Sexsklaverei entkommen bin, weiß jeder, was dort mit mir geschehen ist. Und sie hat unter Tränen gesagt, dass sie ganz dringend Therapie braucht, weil sie einfach nicht mehr weiß, wie sie damit umgehen soll. Und viele andere junge Frauen oder Mädchen begehen Selbstmord, die keine Kinder haben, weil sie einfach das, was sie erleben mussten, damit nicht mehr klarkommen. Ich bin hier im Irak und zwar bin ich hier bei einer jungen jesidischen Frau. Sie wurde vor 2 Jahren in Kojo, dem Irak, entführt vom IS. Über ihre Geschichte werde ich sie jetzt ausfragen und sie werden mir dann die entsprechenden Informationen geben. Navita Cibu, wie heißt du? Samira. Samira. Sie heißt Samira Chinsali. Bist du Chinsali? Sie ist 22 Jahre alt. Chaldi Samira, was ist mit dir passiert? Hola. Amen. Und wir kochen uns da, Schatz, Samma, da, ja. Und Slamen, Majwama, Beren. Und Slamen, Makosten. Und Zaro, Kuschmakotken, Kuschmakotken. وخاصوين ما برين قدن بوكشتينا فان زي ما هاشتام قدن بس تجلمكن Sie ist am 15. August, vor 2 Jahren, ist sie entführt worden, ihre Schwestern auch und auch ihre weiblichen Verwandten, ihre Cousinen. Die Männer wurden alle entführt und ermordet. Und am Sprache Besora bin أم إيه خسير كنا قصار وهنا كمل دستي وان دينا وزياكي كوصل دستي داعش دابي وزارو كدون با وعيالي دون بكجي خاصوي دون ببا يعني تشيق عن جيش داعش تشيبي يعني فردا مد بهم هاري كاليا ما بكين هون مساعدة كما بكين غير منو بكري منينا يعني حالة نفسية البا ما تشيبو يشق عرامة أبطول بانستر وجازش دستي داعش دار كديما Sie ist jetzt vor, was ist das, seit 15 Tagen ist sie erst, hat sie kurz fliehen, sie hat einen kleinen Jungen, den sehen wir auch gleich. Kaulbama, gut. Harala, sie bitte um Hilfe. Ruschkita? Also zwei von ihren Schwestern sind, also 4 von ihren Schwestern sind auch entführt worden, 2 sind immer noch in den Händen vom IS und 2 andere konnten fliehen. Auch durch Diego Filippin. Schöne Kutin, Kutin. Auch Hari Kariawan Kirina, Brina, Almania. 2 von ihren Schwestern, die fliehen konnten, die haben hier Hilfe bekommen, sind nach Deutschland gebracht worden in ein Projekt für jesidische Frauen, die aus der Sexsklaverei fliehen konnten. Sie möchte gerne auch in diesem Projekt, wo ihre Schwestern sind. In diesem Projekt werden sie psychologisch betreut und sie sagt auch, sie braucht psychologische Hilfe, damit sie das vergisst, was sie erlebt und gesehen hat. Und natürlich auch für ihren Jungen. Kaule Bamen, der geht nochmal die Messner. Den hole ich jetzt einmal ganz kurz. Das ist ihr Sohn. Wer? Kaule Messner? Allah, Allah. Hallo, Kaule. Ihr Kleiner, der ist jetzt gerade 3 Jahre alt, als sie entführt wurde mit dem Kleinen, war er gerade mal 1 Jahr alt. Er spricht jetzt auch nur Arabisch, weil Kurdisch war verboten. Das war ja nettischen Problemstellen, ich denke, Arabi, glaube ich, ne? Arabi. Ich habe mir Arabi, ich sage Kurdisch, ich habe Salah mit der Stewan, den ich Salah mit der Gang. Arabi. Und der Gott ist Saruka, die Froschen? Ah, Saruka, die Froschen. زارو كده قوي فروش نبنا راودا وبيع شرايا بيتكن وكم ما كم شقرا برينا كنا مسلمان آه
Also die Kinder von diesen Frauen werden diesen Frauen entrissen, die werden zum Koranlesen gezwungen und werden dann anschließend verkauft. این گفت مسلی بودی چه تو بسیاری داری؟ یعنی دفروتن در جایی که دجار سه جار سپرودم نه بجار سپرودم و یعنی عائلتی و انگل کش من انجبو عائلتی وی رادبونه ما رادبونه کرکه ما ور ور سرسری ما دادین دیان ما با کشن عائلتی وان شوان پیستر بو و خلاص به وقت خلاص بو و خلاص بو Sie haben, sie wurde dreimal bisher verkauft in den Händen vom IS, also nicht nur einmal, sondern wurde dreimal verkauft und bittet um eure Hilfe. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir endlich den tatsächlichen Opfern, und das sind diese Kinder hier, das sind tatsächliche Flüchtlingskinder, wir müssen diesen Kindern endlich eine Stimme geben, wir dürfen ihnen die Hoffnung nicht nehmen, denn ohne Hoffnung überlebt kein Mensch und diese Menschen haben schon gar nichts mehr. Wenn wir denen jetzt auch noch die Hoffnung nehmen, liebe Freunde, dann besitzen sie gar nichts mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Menschen eine Stimme geben, dass wir darüber sprechen. Hier noch ein kurzer Ausschnitt. Ja, ich bin hier noch im Irak, im Camp und hinter mir seht ihr, wie sich hier die Kinder beschäftigen. Das ist das Spielzeug von den Kindern hier im Irak mit Feuerspielen. Wir brauchen hier ganz dringend Hilfe vor Ort. Stoppt die Flüchtlingswelle nach Deutschland, nach Europa. Helft den Menschen hier vor Ort. Helft vor allem den Kindern. Kinder brauchen Schutz. Kinder müssen zur Schule. Und es kann nicht sein, dass Kinder hier mit Feuer spielen. Dass das Feuer das Spielzeug der Kinder wird. Ich habe ihn gefragt, warum er das macht, und er sagt einfach so aus Langeweile. Einfach so, aus Langeweile. Unsere Flüchtlingskinder hier in Deutschland haben keine Langeweile. Zünden sie doch Zeltstädte an, weil sie keinen Schokopudding zum Ramadan bekommen haben. 10 Millionen, ohne mit Strafe davonzukommen. Und was hätte ich mit diesem Geld da unten machen können? Nicht nur in diesem Flüchtlingscamp, sondern auch in den anderen. Und deswegen, wir sind heute sehr am Betteln, ne? Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Würde ich auch gerne, wenn der eine oder andere, ich lasse hier gleich ein kleines Sparschwein rumgehen für den Verein, ich bin im November, Dezember wieder unten auf den Tischen, sehen Sie Visitenkarten, der Verein ist gemeinnützig, das heißt, Sie können es von der Steuer absetzen und ich wäre dann eigentlich mit meinem Vortrag fertig. Der eine kann einfach mal das Schwein rumgehen lassen, wer den einen oder anderen Euro übrig hat. Danke. Und ich bedanke mich, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Danke. Liebe Leila, herzlichen Dank für die Worte, die sehr nachdenklich machen. Es ist immer schwer, am Ende von so einer Veranstaltung zu rekapitulieren, was eigentlich besonders wichtig war. Es waren sehr viele Eindrücke, die du uns schildern konntest, die wir so überhaupt nicht haben können, weil sie uns von unseren Medien vorenthalten werden. Was mir, unabhängig von dem ganzen Leid, was wir gesehen haben, sehr auf der Seele brennt, ist die Tatsache, dass ich feststelle, unsere deutsche Justiz fängt an, sich der Scharia, ja, ich will es so formulieren, zu beugen. Und damit können wir nicht leben, dass wir in einem freiheitlich verfassten Land sind, auf der anderen Seite unsere Justiz nicht mehr mit der gebotenen Härte
gegen so etwas vorgeht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und da denke ich, sind wir einer Meinung. Das müssen wir natürlich auch weit ins Land reintragen, allen Menschen berichten. Man liest in den Medien selten, die Leila konnte uns als Berufene und sagen, dass sowas bei uns so drastisch passiert. Mir bleibt es neben dem Dank an unsere Leila, euch zu bitten, das, was wir heute gehört haben, die ganzen Eindrücke, nicht nur für euch selber zu behalten, sondern hinzugehen und gerade jetzt in diesen letzten Tagen vor der Wahl diese Eindrücke weiterzugeben. Zu versuchen, andere Menschen noch zu überzeugen davon, dass es in Deutschland nur noch eine Partei gibt, die für Wahrhaftigkeit, die für Mut zur Wahrheit steht, unsere AfD. Jeder von euch, liebe Freunde, jeder von euch, der noch etwas Gutes für unsere gemeinsamen Ziele leisten, der noch etwas reißen möchte, den kann ich folgenden Vorschlag machen. An dem Tresen hier hinten liegen zuhauf Flyer, Informationen von uns. Jeder von euch darf Informationsmaterial, so viel er möchte, mitnehmen, um es bei seinen Nachbarn, bei seinen Freunden in den Briefkästen zu verteilen, denn am Schluss zählt jede einzelne Stimme. Und vergesst bitte nicht das Sparschwein, was die Leila gerade rumgegeben hat, gut zu füllen. Wir wollen, die Annette macht das gerade, klingt so ganz gut. Wir wollen natürlich, Herr Kreisverband Coburg-Kronach, da schon auch Vorbild sein, wenn die Leila den weiten Weg zu uns ins hohe Oberkampf macht, um hier berichten zu können. Und ich darf damit schließen, Leila, dass ich dich heute schon einlade, im kommenden Jahr beim Bayerischen Landtagswahlkampf genau dieselbe starke, aufrechte Stimme, die du uns heute gegeben hast, uns noch einmal im Landtagswahlkampf zu schenken. Und euch, liebe Freunde, sage ich Dankeschön und liebe Leila, dir alles Gute. Danke. Ja, da werden wir auch hier nicht zu ein. Danke. Da kann ich eigentlich nur mit einem Satz abschließen. Wer Deutschland liebt, wählt die AfD mit beiden Stimmen. Danke. Oops.